Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid und reinschaut. Bevor heute wir aber ein kleines bisschen entspannt losspielen, möchte ich noch ein paar Kommentare beantworten bzw. auf eure Kommentare eingehen. Ich hatte euch ja in einer der letzten Gameplay-Folgen gefragt, wenn ihr hier ein Museum zum Beispiel baut, welche Sets da ihr gerne euch darauf fokussiert, beziehungsweise welche Sets ihr gerne ausstellt. Und eine liebe J-Fiction antwortet dafür herzlichen Dank. Und sie stellt zum Beispiel immer gerne das Set Jura aus, Götter des Deltas und das Set Adlerreich. Die drei habe ich mir natürlich notiert und die drei werde ich dann auch mal ausprobieren, sofern ich dann in der Altenwelt bzw. im Capture Learning anfange, ein Museum zu basteln. Als erstes. Als zweites möchte ich mich entschuldigen. Ich habe was ganz Falsches gesagt und zwar in Besa. Der liebe Donald hat in einem der Kommentare erwähnt, dass wenn man beim Ketema mit Aussicht auf Kultur alle Fragen beantwortet, nachdem man seine Entscheidungsquest gemacht hat, kommt man mit ihnen ins Gespräch. Und wenn man immer seine Fragen beantwortet mit Sicht auf Kultur, nicht Diplomatie, mit Sicht auf Kultur, bekommt man dann zum Schluss einen Spezialisten, der ähnlich so wirkt wie eine weiße Flagge. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel dieses Schiff nimmt und slottet diesen Spezialisten, ne, ähnlich der weißen Flagge, unten in den Itemsockel ein, dann können die Schiffe nicht mehr angegriffen werden. Das ist ganz, ganz wichtig von den gegnerischen Fraktionen. Denkt bitte dran, das habe ich falsch erwähnt. Dafür muss ich mich entschuldigen. Das ist auf meinem Mist gewachsen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das auch sagt, dass man da selber Mist gemacht hat. So, und das war's jetzt eigentlich. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für die Kommentare, auch für die letzten Folgen. Ihr habt ja nicht nur in den Anno 1404, Anno 1800, sondern auch im Anno 2070 habe ich auch so ein kleines Gameplay. Habt ihr auch reinkommentiert, dafür herzlichen Dank. Ich würde euch das gerne hier oben auf der rechten Seite nochmal anpinnen. So, jetzt gleich, so in den, genau, jetzt im 2-Minuten-Zyklus. Und dann könnt ihr auch dort nochmal gerne reinschauen, weil es macht auch unheimlichen Spaß, ein bisschen in Zukunfts-Anno zu spielen und nochmal den Anno spielen, was auch sehr, sehr in der Vergangenheit liegt. Jetzt kümmern wir uns aber hier mal heute nicht um Taborim bzw. um Embesa. Ich möchte heute noch ein ganz kleines bisschen in der neuen Welt vorankommen. Ihr wisst ja ganz genau, mit den Artistas ist es ja dann möglich, hier dann langsam zu beginnen, Stromanschluss zu machen, hier oben, ne, inklusive dieses Staudammes. Dann bauen wir ein paar Produktionen auf. Bis jetzt ist es so, dass wir die ganzen Produktionen so gut wie es geht auf dieser Insel hier haben. Ich möchte dann aber im Laufe des Spiels möchte ich schon sehen, dass wir die Produktionen verlagern und dass wir hier, ich würde hier vielleicht gerne so ein kleines, wie soll ich das sagen, so ein kleines kulturelles Spektakel aufbauen. Ne? Also einfach versuchen, vielleicht auch auf der Insel Manola so ein ganz kleines bisschen Schönbau zu machen. Das müsste doch hier einladend sein. Ne? Hier oben würde ich dann gerne, übernommen vom Jacob, würde ich hier gerne ein paar Touristen hier einziehen lassen. Das heißt, hier oben würde ich dann gerne ein paar Hotels hinstellen. Ich denke mal schon so, hier mit dem Blick auf den Staudamm, beziehungsweise mit dem Blick hier runter, ne, Richtung Strand, sollte das eigentlich mega aussehen hier oben. Ja, aber ich lasse die Wälder alle nochmal so, wie sie sind. Bevor wir halt so weit sind, müssen wir halt erstmal, bauen. Ne? Nützt ja nichts. Also, machen wir mal entspannt weiter. Er fühlt sich wieder jung. Das ist gut. So, als erstes. Hafen ausbauen. Ne? Slot 2. Jetzt haben wir hier mal 415 normale Lagerkapazität. Das ist schon mal gut. Die Hälfte ist schon mal geschafft. Und wir gucken mal, was diese Obreras jetzt von uns möchten. Und zwar möchten die Kaffee. Kaffee ist ein Gut, wo sich die Geister streiten. Der eine lässt den Kaffee immer noch liefern. Der andere tauscht dann mit irgendwelchen anderen Waren in der Speicherstadt und holt sich da den Kaffee. Es gibt jetzt einige Items dazu, da mache ich aber später nochmal ein Video, wie man die Kaffee, wie soll ich das sagen, wie man den Kaffeeverbrauch auch nochmal reduzieren kann mit Modifications, auch mit richtigen Spezialisten, die den Kaffeeverbrauch derbe reduzieren. Das ist schon mal richtig gut, weil ich sag mal, im Endgame brauchen so eine große, ich sag mal, Ingenieurs-Investoreninsel, die brauchen da nicht nur 50 Tonnen Kaffee in der Minute oder so. Ich garantiere euch, die brauchen viel, viel mehr. Also wirklich viel, viel mehr. Ja, da brauchen die ja hier schon. Waffenruhe wurde beendet. Guck mal, da brauchen die ja hier schon. Ja, gut, hier steht noch 0, aber ich schätze mal, da brauchen die schon eine Tonne. Und wir haben erst 400 Obreros. Jetzt stellt euch mal vor, man hat dann 20.000 Investoren. Okay. So, also die Kaffeefruchtbarkeit ist hier ja gegeben. Ich würde aber trotzdem schauen, dass wir auf der Insel so wenig, zumindest am Anfang, wie möglich hier Platz wegnehmen durch die verschiedenen
Produktionen. Also würde ich doch mal sagen, schaut mal hier auf der Westseite dieser Insel, ist da noch jede Menge Platz. Was hat er denn davon, wenn wir hier reingehen und wir basteln, wir fangen halt einfach mal an zu basteln, so eine kleine Kaffeeproduktion. Was hat er denn davon? Gehen wir rein, gucken wir uns an. Heute Thema Kaffee. Kaffee wichtig. Das Elixier des Lebens, der Kaffee. So, dann würde ich mal das hier gerne mal noch eine kleine Nuance verschieben. Und zwar, wenn möglich, bis hierher. Damit es vom Platz her so ein bisschen schöner ist. Damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. So, dann verbinden wir das mal schnell. Ich weiß, ihr habt gerade keinen Platz, keine Verbindung zum Hafen. Es ist doch alles gut. So, und das Schöne ist, dass die Hacienda hier steht. Wir können hier noch auf der Westseite, guck mal, ne? Wir setzen hier nochmal den Hammer an. Und dann hauen wir nochmal hier so gut wie es geht alles weg. So. Und jetzt können wir. Oder was meint ihr? Jetzt können wir. Würde ich mal sagen. Also, dann ziehen wir erstmal einen schönen Weg hier rum. Grenzen wir erstmal die Hacienda so ein kleines bisschen ab. Ja, und dann würde ich eigentlich sagen, wir fangen mal an zu basteln, oder? Was kann ich für dich tun? Ah ja, stimmt. Der Gartenbauer Hermann ist hier am Start. Der reduziert nochmal unsere Module. Er macht, das macht aber nicht für alle. Das macht aber nicht für alle. Für alle Produktionen, ne? Für alle Gewürzfarmen oder Plantagen. Der macht es hier für die Avocado-Plantage, da geht er voll mit rein, aber hier die Maisplantage oder so wird da davon nicht beeinträchtigt. Okay. Entschuldigung. Wir brauchen jetzt eine gute Kanne Kaffee. Mit zwei Plantagen kriegt man eine Kaffeerösterei hin. Das bringt mich doch gleich zur nächsten Frage. Gibt es denn dort schon bei der Isabel den einen oder anderen Spezialisten? Jetzt sagt mal, wo sind hier die Quest? Ah, hier, hier. Ich glaube, Sie lösen das Problem. Eine Lieferaufgabe. Liefern Sie gebackene Bananen. Das sollten wir doch hier haben, oder? Boah, was schießen die? Na, das ist ja krass. Guck mal, der fährt ja schon mit einer richtigen Piraten. Mit einem richtigen Piratengespann hier rum. Das ist ja der Hammer. Und die sind sich hier gar nicht so dicke, wie es aussieht, eh? Oh, wir haben noch 5 Tonnen gebackte Bananen da. Das sehe ich auch gerade. Wir müssen nochmal ansetzen. Bananen passt. Fischöl brauchen wir nochmal. Ich sehe es gerade. Na, da müssen wir aber nochmal reingehen. Hat er zumindest, ich wollte gerade sagen, haben die noch die Reichweite? Ja, wenn nicht, bauen wir halt einfach hier ein Lagerhaus auf dem Wasser, ne? Das passt ja auch. Das geht eh nochmal hoch mit unserer Tonnage, also passt das. Das ist auch dran. Gucken wir nochmal schnell gerne rein. 12, 12, 12 passt. Überproduktion wird... Überproduktion wird etabliert, das heißt, hier und da kriegen wir schon einen guten Tönchen rein. Das ist kein Thema. Ja, alles gut. Wir könnten jetzt sogar dafür sorgen, dass wir mit der Küche nochmal eins reingehen, weil dafür hätten wir genug Tonnage und dann bauen wir halt einfach nochmal eine Fischölfabrik. Ja, so, sollte reichen. Sollte eigentlich jetzt ausreichen. So. Dann hätten wir das. Dann brauchen wir Kaffee. Jetzt überlege ich gerade, die Isabel, hätte die nochmal einen Spezialisten oder eine Spezialistin am Start, die uns hier noch ein bisschen Kaffee gönnt? Kaffee? Okay, laden wir alles mal raus. Runter zu Isabel. Du hättest hier, ja, 5000 Tonnen. Ach, das ist noch durch den. Ja, okay. Das ist noch durch das. Ich muss das mal ändern. Bereit für Ihre Lieferung? So, wichtig ist jetzt, dass wir erstmal schauen, wo wir hier mit Kaffee beginnen. Rein zu den Obreros und dann hier der Kaffee. Die Kaffeeplantage. Die Kaffeeplantage ist deutlich größer, also birgt mehr Module wie die Kaffeeplantage über die Hacienda. Na, also die hier, die ist deutlich kleiner und damit werden wir beginnen. Jetzt muss ich nur gerade überlegen, wo fangen wir denn an? Hä? Wir bauen erstmal, zwei. Na? 52 Module. Gartenbauer Hermann ist hier mit am Start. Der reduziert noch ein kleines bisschen. Wir könnten auch dann tatsächlich anfangen mit Dünger. Okay, 49 Sekunden. Ne? Ja, braucht auch eine Minute. Also ganz klar.
Jetzt wäre halt gleich die Frage, Düngersilo. Wenn wir hier ein Düngersilo hinstellen, bräuchte man selbstverständlich Mist. Mist von einer Alpaka-Farm. Ne? Ja, genau, Dünger. Also müssten wir dann erstmal sehen, dass wir den Dünger oder dass wir erstmal den Mist umwandeln. Wartet mal, da gab es, glaube ich, auch ein Gebäude dazu. Hier, ne? Das Hacienda-Düngerwerk. Aber Achtung, dafür brauchen wir schon Dampfmaschinen, wie ihr schon seht, ne? Überlege ich nur gerade, wohin mit dem Ding. Wir bräuchten halt eine größere Alpaka. Wir bräuchten halt ganz klar eine größere, wie soll ich denn das sagen? Eine größere Alpaka-Länderei mit mehr Platz, wo wir dann direkt in diese Alpaka-Produktion oder zwischen diese Alpaka-Farmen hier ganz gerne nicht nur ein Düngerwerk reinbringen, sondern gut und gerne zwei, drei, vier. Die dürfen sich auch überlappen. Na, das ist kein Thema. Oder überlagern. Ihr könnt die ruhig nebeneinander bauen. Also das heißt, der Düngerwerk, das ist hier wirklich eigentlich für fast alles offen. Das ist kein Thema. So, das läuft. Das läuft auch. Mais ist drin. Na, also wenn wir hier jetzt hier reingehen, hier so, na, dann sind die hier aktuell mit drin. Jetzt überlege ich nur. Da sind die Lagerhäuser. Wie schnell geht das hier? 15 Sekunden. Die sind schon schnell. 1, 2, 3, 4. Hier hätten wir noch ein Modul dran. Ja, und wie ist das jetzt mit dem Weg? Hier wäre noch ein Weg übrig. Das heißt, wir machen es jetzt so. Nee, eben nicht. Hier ist kein Weg übrig. Na, das ist ja Mist. Das sieht ja auch fett aus hier, ne? Ja, guckt euch mal das an. Das ist ja mal geil. So, jetzt muss ich aber gerade mal überlegen, wenn wir hier jetzt keinen Platz so mehr generieren können, dann müssen wir diese Alpaka-Farm, dann werden wir die hier irgendwo hin trapieren. Am besten hierher. Dann bauen wir, denkt bitte dran, wir brauchen vier Module, ne? Nicht drei, sondern vier. Das ist hier schon ein bisschen tricky. Eins, zwei, drei. Und dann bräuchten wir noch ein Silo. Dann klemmen wir das so hier an. So, und dann würde ich ganz gerne das Teil gleich mit hier herstellen. Vielleicht lassen wir mal noch einen Weg offen und stellen dann hier oben einfach noch so ein kleines Warenhaus hin. Guckt mal. Ich glaube, zwei passen nicht dann. Ich glaube, zwei passen nicht nebenan. Nee. Ah, Mist. Na gut, egal. So ärgerlich, ne? Nee, keine Chance. Maximal doch noch ein. Man kann das auch nicht. Das könnt ihr vergessen. Man kann das auch nicht irgendwie noch verstellen, weil diese Felder hier, die sind wirklich, die sind fertig. Das heißt, wir können hier hinten tatsächlich nur ein Warenhaus hinpacken. Aber was daneben passen würde, wäre das Düngerwerk. Das ist schon mal gut. Hier. Und dann ganz gerne nochmal. Hier stellen wir das Silo hin von der Alpaka-Farm. Dann stellen wir 1, 2, 3, 4 Stück hierher. Dann hätten wir hier nochmal zwei Alpaka-Farmen mehr. Zwei Silos mehr und die könnten wir dann trotzdem alle versorgen mit Dampfmaschinen. Also im Prinzip könnten wir das Düngerwerk versorgen mit einer Dampfmaschine oder mit ein paar und das Düngerwerk würde dann alle Alpaka-Farmen umschließen. Das ist das, was ich mir gerade so die ganze Zeit überlege. Das heißt, ganz wichtig ist, wir brauchen erstmal Dampfmaschinen. Haben wir schon irgendwo Dampfmaschinen? Nee, das war klar. Okay, müssen wir wahrscheinlich über die Speicherstadt ankarren. Wir gucken erstmal auf allen Inseln. Produktion von Dampfmaschinen. Geht noch. Habt ihr es gesehen? Geht noch gar nichts. Also, Dampfmaschinen kriegen wir nicht her. Das heißt, wir müssen irgendwie organisieren, dass wir Dampfmaschinen uns woanders herholen. Geht mal hier rein. Dampfmaschinen können wir schon. Für 50 Brillen.
Für 50 Tonnen Brillen bekommen wir 21 Tonnen Dampfmaschinen. Ist das erledigt? Das ist schon krass. Sie enttäuschen mich nie. Also das ist schon sehr viel. Aber wir brauchen sie ja unbedingt, ne? Die Tauschverhältnisse sind hier nicht gut, aber wie gesagt, ich will nicht meckern. Verrat's keinem. Boah, schaut euch mal mittlerweile die Flotte an, ne? Die Prinzessin umkauft uns. Hier auch die Bente. Hier, die rücken schon aus mit ihren Piratenschiffen. Schaut mal. Ah, die sind schon gut unterwegs hier. Jetzt gibt's mal eine Quest von der Anne. Sehen, ob du zu irgendwas gut bist. Gut, du traust dich was. Ja, traue ich mich auch. Keine Sorge. So, hier hat man ja, ne? Donalds Tipp hat man ja hier mitgenommen, dass wir diese Insel in jedem Falle besiedeln sollen. Flaggschiff steht zu Diensten. So, komm her, dann nehmen wir das Flaggschiff. Dann sammeln wir das gerade erstmal ein und dann fahren wir hoch zur Anne. In der Zwischenzeit gucken wir mal auf Diplomatie. Wie sieht es denn aus? Leicht erhöht, nahezu sicher. Schön, gibt wenigstens mal noch 2 Punkte. Wahrscheinlich. Boah, ein Punkt minus. Oh. Gott? Wahrscheinlich. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Bitte guckt euch mal an, was ist mit der Prinzessin los? Das wäre töricht. Es scheint gefällig. Das hier verdreht mir nicht den Kopf. Prinzessin, liebe Prinzessin, was ist dein Problem mit uns? Oh, meine Rettung. Ich meine, ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist ja krass. Habt ihr das gerade gesehen? Also die Prinzessin, die ist mal so ein bisschen sauer auf uns gerade. Ich weiß mal nicht warum, aber lassen wir es einfach mal so stehen. Das Leben hier ist eher statisch. Ja, das ist mir klar. Münzen, Münzen. Also Taschenuhren wären geil. Hochräder wären geil in der Produktion. Aber wie gesagt, das machen wir alles nicht auf der Insel hier, weil da haben wir nicht ganz so viel Platz. Das fliegt alles noch raus. Das fliegt alles noch weg. Was führt sie zu uns? Ne, wie gesagt, für die Metzgerei. Das ist ja sowieso voll. Und dann hätten wir hier oben noch alles zum Thema Fleischkonserven. Wir haben hier dann zum Beispiel noch einen Spezialisten, das hattet ihr auch in den Kommentaren erwähnt, der dann Gulasch austauscht. Ich glaube einfach nur für Schweine. Da haben wir dann, glaube ich, mit Schweine und Eisen bekommen wir dann Fleischkonserven raus. Da fliegt dann diese ganze Produktion, wird dann etwas reduziert. Ne? Also da brauchen wir dann zum Beispiel die Großküche nicht mehr. Und wie es aussieht, sind ja die Rinderfarmen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Alles klar. Nun gut. Also, sind wir erstmal hier gut aufgestellt. Das läuft zumindest. Ich weiß, die Bilanz sieht auch immer noch nicht so toll aus. Aber wir haben hier, schaut mal, ein richtig geiles, dickes Bilanz Plus auf dieser Insel. Alles andere von uns kostet halt Geld. Neue Befehle? Was habt ihr denn hier? Hier ist ein Schiff. Achso, das ist einfach nur runtergegangen. Und das müssen wir dann hier wieder abgeben. Und dann hoffe ich mal, gibt es einen richtigen dicken Questbelohnung. Eigentlich ist auch Skate egal. Eigentlich sind wir die Spezialisten oder die Items egal, was die vergibt. Wichtig bei der N sind die Rufpunkte. 50 Rufpunkte müssen wir uns mindestens verdienen, dass wir mal in die Nähe eines Handelsvertrags zu ihr kommen. Und dann werden wir die hier mit Bier komplett zuschütten. Wir werden die hier einfach nur komplett befüllen, bis, ihr wisst schon, Oberkante. Gut, das war's. Ja, dann gehen wir wieder in die neue Welt rein. Also, mit den Dampfmaschinen dann gibt es dann hier die Möglichkeit, das auszubauen und zu erweitern. Stahl hätten wir hier genug da. Und dann holen wir uns den Dünger. Ne, dann holen wir uns hier den Dünger ab. Und dann könnten wir auch zur Not die Kaffeeröstereien über die Hacienda. Da können wir richtig reingehen, da können wir richtig pushen. Mit dem Dünger, dann würde ich dann hier noch so eine Anlegestelle gerne bauen. Damit wir dann hier auch gleich Zugang haben. Ich muss entscheiden, was das Beste für unsere Sache ist. Na, herzlichen Dank, Schorla von Thün. Ist immer wieder ein kleiner Glücksfall für uns. So, dann hätten wir hier mal eine Anlegestelle. Und dann würde ich schon sagen, beliefern wir erst einmal diese Insel mit einem kleinen Boot, mit einem kleinen Schiff. Das kann doch eine kleine Fregatte als Beispiel sein. Einfach mit ein bisschen Dünger. Na, einfach so, dass wir hier ein bisschen Gas geben können. So, das bauen wir auch mal noch.
Und dann hätten wir hier schon mal eine gute Auslastung. So, dann ist ein Luftschiff noch runtergefahren zur Isabel, weil ich wollte ja gerne noch gucken, ob wir noch irgendwo eine spezielle... Oder einen Seed, einen Kaffee-Seed. Ach, das würde ich auch feiern. Schauen wir einfach mal. Wir stöbern einfach mal, okay? Die meisten Leute haben ganz schön Respekt vor einem Magier. Das war kein schlechter... Nee. Wir können dann auch noch mal gucken insgesamt in den Items bei uns, ob wir irgendwo was haben. 30% Produktivität bei minus 60% Arbeitskräfte. Wow. Die Viehbäuerin, was habt ihr das gesehen? Die nehmen wir doch mal mit, oder? Was sagt ihr? Wenn wir sie wiederfinden. Das ist ja immer so eine Sache hier. Hier unten kam sie irgendwie hier, ne? Viehbäuerin selten, gerne gehen wir rein. So, und dann gucken wir noch mal. Okay, Bananenseeds gibt es hier, klar. Mais jede Menge. Hier gibt es Tabak. Hier gibt es mal Kaffee. Aber das ist nur, um die Fruchtbarkeit bereitzustellen. Also nichts sowas für uns. Ferras muss jetzt nett sein. Können wir dann gerne nochmal mitholen. Auf jeden Fall. Können uns nochmal Talg bei den Fischereien und Perlen farmen. Hier gibt es Kaffee. Schaut mal. Kaffeeblatt. Ja, das ist unser Seed. Das ist unser Seed. Geil. So, Schokoladenfabrik, Küche, Burrito, Jalea, Tortilla, Kaffeerösterei. Auch unsere Spezialisten, die zwei. Weiter geht's. Gartenbauer Hermann haben wir schon am Start. Miss Brown, die Landwirtin Zuckerrohr, Tabak, Mais, Orchideen. Hacienda Tabak, Hacienda Orchideen, Hacienda Weingut. Haben leider nichts von dem. Wir haben leider nichts von denen komplett bei uns zurzeit. Der Insel. Hier haben wir nochmal 25% rein. Und das war's. Okay. So. Hier könnten wir nochmal, aber das haben wir schon. 2x1 Slotten kann man es nicht. Es gibt ja noch den anderen Seed dazu. Sogar, nee. Dann würde ich mal sagen, ist okay, oder? Was meint ihr? Ich würde mal sagen, ist okay so. Dann paddeln wir einfach wieder zurück. Weiter geht's. So, okay. Ab auf die Anlegestelle. Und dann Handelskammer sind voll. Hier noch nicht. Hier haben wir nur den epischen Avocado-Seed drin. Hier haben wir schon den legendären Mais. Arbeitskräfte reduziert. Sehr, sehr geil. Und dann brauchen wir hier, ja, die zwei. Die zwei werden wir jetzt final noch belegen, ne? So, hier kommt es schon. Weiter geht es schnell. Stattlicher als ein Frachtdampfer, oder? Sieht so wunderschön aus, ne? Einfach mal den Blick schweifen lassen über dieses kleine, elegante Luftschiff. Die Blue Angel. Ja, kann man auch, wenn man Bock hat, kann man auch noch mit dem Underskin betrauen. Ne? Die sehen auch geil aus mit die Nähte hier oben dran, aber das ist dann eher für den Postweg gedacht und hier auch, ne? Weil hier ist der königliche Brief dran. Ich sag mal, das normale Blaue sieht auch richtig, richtig geil aus. So, also. Rein. Und die hier, die könnten wir dann zum Beispiel bei uns hierher fahren. Augen gehen Himmel. Ne, Luftschiffe fahren ja, Luftschiffe fliegen ja nicht. Und dann könnten wir hier zum Beispiel anfangen, hier mit dem Düngerberg, wenn wir es dann ausgebaut haben, könnten wir das dann hier einslotten in die erste große Handelskammer. Ja, und dann könnten wir hier dann mit der Spezialistin, könnten wir dann hier auch voll losgehen. So. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier jetzt. Ich hoffe jetzt mal, dass wir hier jetzt. Kurs gesetzt. Wo stehst denn du? Da unten. Okay, na ja gut, dann komm mal hoch. Sei so gut. Dass wir hier jetzt die ersten Dampfmaschinen mitnehmen dürfen. Die werden wir dann in die neue Welt reinkarren. Und dann würde ich mal sagen, geht das dann unten auch schon mit dem Düngerwerk los. Das Düngerwerk gehen wir dann Richtung
Richtung Kaffeeplantage, dann gönnen wir uns dort die Silos, dann wird die Produktivität verdoppelt, also das geht dann richtig los, da haben wir dann statt 2 Tonnen pro Minute 4. Die brauchen auch sehr, sehr wenig Dünger, also die kommen mit wenig Dünger aus. Und ja, und dann können wir halt mehr Kaffeeröstereien hinstellen, ne? Ohne dass wir Bringst du mir meinen die Anteil? Plantagen nochmal mehr bauen müssen. Diesmal hast du Glück gehabt. 12k mit 3 Ruf, gehen wir rein, das nehmen wir mit. Okay. Hoffen wir mal, dass das Schiff hier gleich ankommt. Oh, hier fährt sie schon, unsere Fregatte. Sehr schön. Die fährt ganz schön schnell. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die so viel Speed macht. Geht nur bei Dampfschiffen. Wir haben zurzeit kein Dampfschiff da. Das ist sehr schade. Bewegungsgeschwindigkeit. 20%. Ja. Dann nehmen wir halt einfach nur sie mit. Guckt mal. Na, hier in allen Schiffen kann man die ausrüsten. So, wo bist du, mein Freund? Wo bist du? Da kommst du. Sehr schön. Leinen los. Okay, da kommst du gefahren. Gehen wir rein. Du Dampfmaschinen. Guck zögerst. mal. Seewurf wie dich würde niemand vermissen. Vielleicht streiche ich dich. Ist okay. Ist okay. Habe ich verstanden, Ann. Habe ich verstanden. Ist angekommen. Alles gut. Ein Schiff erster Klasse. So, dann Diener mit rein. Sehr geil. Okay, gibt schon mal 20% Bewegungsgeschwindigkeit on top. Und dann ab in die neue Welt. Und dann warten wir, da warten wir noch drauf. Moment. Handel-Domingo. Okay. Leinen los. Los geht's! Leine los! Ab auf die Weltmeere! Dann gib Gas, dass du uns so schnell wie möglich beliefern kannst. Unten in der neuen Welt mit deinen Dampfmaschinen. Da wird wir hier endlich etwas Dünger rausbekommen. So, Bereit für das Ihre ist da. Lieferung? Guck mal, für alle Tierhöfe gibt 30% Produktivität bei 60% weniger Arbeitskräften. Das ist schon der Hammer. Können wir gerade mal vergleichen, ne? Alpaka Farm. Gucken wir mal, was die produzieren, ne? 16 Tonnen Alpaka und Arbeitskräfte 500 hätten wir hier zurzeit. Gucken wir mal rein. Jetzt gibt es 521 und 18 Tonnen. Das ist schon etwas mehr, ne? Also einfach so eine Spezialistin mit hier rein, Willst bringt du schon uns was. zuschauen? Ja, gerne. Macht jetzt 13 Sekunden. Wahnsinn. Ja klar, von 30 Sekunden angefangen. Doppelt, 100% durch Silo. Und dann nochmal die Miss Brown rein. 30 Sekunden. Da kommst du dann, ich schätze mal so auf 12,5 Sekunden, aber Anno rundet das sehr gerne auf. Und dann kommst du halt auf 13. 5, 5, 5. Und dann haben wir in der hier jede dritte Tonne, fällt nochmal eine Tonne Alpaka-Wolle zusätzlich ab. Und dann kommst du halt hier auf so einen genialen Ausstoß, ne? Von 18 Die Tonnen. Menschen Passt. lassen sie hochleben. Schön, freut mich. Was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen, meine Liebe, kann ich dir sagen. Und zwar schließen wir das heutige Thema sehr gerne ab. Und zwar werden wir jetzt hier die Kaffeeröstereien hinstellen. Und zwar Die machen wir das gerne, Waffenruhe wurde ne, beendet. machen wir das gerne hier oben hin. Oder hier geht es zum Beispiel auch, da können wir auch was ansetzen. Ja, das war jetzt nett elegant gebaut. So, hoffen wir, hat man noch allen Stuff da. Ja, also die Kaffeeröstereien in sich, die sind Schön, wirklich dass Sie. günstig. Also die sind echt günstig zum Ausbauen. Oh. Okay. Ja, ich habe die Alerts ausgedreht. Das klappt sogar sehr gut. Aber der Ton. Ja, der Ton, da dran hapert es noch. Okay.
wenn man nichts reinsteckt, kann auch nichts rauskommen. Ja, das stimmt. Du hast 30 Sekunden und ihr habt 49. Das heißt, das geht viel zu schnell. Wir brauchen hier unbedingt Dünger. So, jetzt gucken wir nochmal. Ist es schon da? Nein, ist noch nicht da. Guck mal, da ist es schon. Ja, das fährt schon. Geht schon los, geht schon vorwärts. Freut mich. Geht schon vorwärts. So, die Fregatte ist da, die setzt gerade über. Da macht halt sich auch die doppelte Spielgeschwindigkeit und auch nochmal der 20% Bonus durch die Spezialistin macht sich halt hier nochmal deutlich bemerkbar, ne? Das muss man so sagen, wie es ist. Warten wir nur noch drauf, bis das Schiff auf die Karte kommt. Das kommt dann, sollte dann hier von oben reingefahren kommen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Oh Gott, nein. Boah, mit Schlachtschiffen. Okay, ich mache mich mal aus dem Staub. Ist das okay? Ich hätte gerne mit der Anne Harlow eine Allianz geschlossen. Aber so wie es aussieht, geht's halt nicht, ne? Ja, und die hat zurzeit genug Schiffe da, dass die halt als so einen massiven Angriff auch von so Schlachtschiffen, ne, dass die den abhalten kann. Na ja, gut, dann ist es halt so. Ich hoffe auf eine Zeit, in der wir... Das hoffe ich auch. Die Menschen lassen sie hochleben. Da ist die Fregatte, guck mal, da kommt sie. Sehr schön. Da haben wir jetzt die ganze Zeit drauf gewartet, das passt aber, das kriegen wir hin. Mit Dünger und dann bauen wir halt noch eine. Dann müssen wir halt leider noch eine Farm bauen. Ich wollte es euch sehr gerne zeigen, dass das halt auch ohne, dass es halt da ohne auch gut funktioniert. Aber gut. So, hier hätten wir nochmal 49 Sekunden und dann müssen wir halt nochmal gern, dann bauen wir halt hier nochmal gerne nochmal ein drittes Dünger-Silo hin. Ganz einfach. Haben wir jetzt wenigstens pari-pari Auslastung? Ja, knapp, ne? 4 Tonnen werden gebraucht und wir stellen knapp 4 Tonnen her. Ob das dann glaubt oder nicht. Mit dem Dünger hier geht es dann doppelt so schnell. Da stellen wir dann ungefähr 7 Tonnen her. Und mit 7 Tonnen können wir uns sogar leisten, hier noch eine Kaffeerösterei zusätzlich hier oben nochmal anzupinnen, ne? Also das ist kein Thema. Das machen wir dann so hier, weil Kaffee wird... Von der Überfahrt zurück. Kaffee wird dann so viel benötigt. Boah. So, du bist da. Sehr schön. Dann werden wir hier das Düngerberg starten. Guck mal, alles ist in Betrieb. Alles wird gebufft. Und das heißt, der Mist liegt dann immer kein weit unten. Guck mal. Und die Nachfrage hier ist dann bei 3 Tonnen. Also 5 Tonnen werden jetzt hier produziert. Und 2 Tonnen werden hier angeblich nachgefragt, wenn man hier mit Mist arbeitet. Und wir machen es jetzt so. Finale, jetzt in der Folge. Handelsroute von Santo Domingo nach, nicht nach fleißige Biene. Na, hier runter. Und zwar einfach nur Dünger. Zack, Dünger. Abladen. Machen wir gerne mal 2er auf. Das Schiff kann sich wehren. Und dann wartest du nur auf den Dünger, gerade aufladen und dann geht's dann hin und her und dann haben wir dort oben auch Dünger. Guck mal, es gibt schon eine Tonne. Sehr, sehr geil. Aber warum dieses Schiff dann erst so weit rausfährt, ne? Warum das Spiel erst einmal dann berechnen muss, dass es jetzt wieder reinfährt und jetzt wieder Dünger holt, ich verstehe es halt nicht. Erster Klasse. So, und dann fahren wir nur hier hoch. Hier oben, guck mal. Dann fahren wir nur zu der Anlegestelle schnell. Das kommt dann gleich, das entlädt.
Und dann hätten wir hier gleich den doppelten Ausstoß. Aber das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, alles zum Thema Kaffee heute, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge hier wieder dabei seid. Einen schönen Tag, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.